Nach diesen interessanten Meldungen wollen wir nun mit unserer Diskussion fortfahren. Wenn es dann doch zu dem Bereich kommt, dass eine Verletzung kommt, dass man was tun muss, auch dazu gibt es einen Tipp vom Experten. Wir haben da die Polizei diesbezüglich gefragt, was kann ich denn machen, wenn ich ins Krankenhaus komme, damit ich zur richtigen Stelle komme. Wenn Frauen betroffen sind, wenn sie verletzt werden von ihrem Partner und ins Krankenhaus müssen und vom Partner begleitet werden, sozusagen unter Aufsicht sind, gibt es die Möglichkeit, sich mit einem Kennwort, dem sogenannten Dr. Viola, nachzufragen. Und das ist dann der Knackpunkt für die Ärzteschaft, dass hier Gewalt in der Privatsphäre im Hintergrund steht und man versucht dann mit der verletzten Person ohne ihren Begleiter das weitere Vorgehen abzuwickeln. Frau Plattner, haben Sie da Erfahrungen gemacht diesbezüglich? Dieses Stichwort, wird es aufgenommen? Wird es wirklich auch praktiziert? Na, da müsste man jetzt, glaube ich, wirklich die Klinik noch mal genauer befragen. Mir ist das natürlich ein Begriff des Dr. Viola. Das baut ein bisschen auf. Wir kennen schon länger von dem Codewort, ist Luisa hier? Luisa ist das Codewort im Nachtleben, sozusagen bei sexualisierter Gewalt. Und das baut darauf auf, auch Dr. Viola, dass man ohne lang erzählen zu müssen, was passiert ist, das Gegenüber sofort weiß, da kann es um Gewalt gehen. Das bringt natürlich was, aber ich denke, das funktioniert nur, wenn alle Beteiligten an der Klinik wirklich gut geschult sind, sich damit auskennen und einfach die dementsprechend auch die Ressourcen zur Verfügung stehen. Das könnte aber der Dr. Beck von der Klinik Innsbruck viel, viel besser nur beschreiben. Und was auch sehr positiv ist, dass wir eine Opferschutzgruppe an den Kliniken mittlerweile haben. Das ist auch gesetzlich vorgegeben. Das finde ich ganz eine tolle Geschichte, weil es sozusagen nochmal auf mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit baut. Wie kann man erkennen, wenn jemand Gewalt erlebt hat? Welche Verletzungsfolgen weisen darauf hin? Wie kann man eben reagieren, wenn Frauen nicht allein gelassen werden bei den Untersuchungen? Und. Aber Dr. Viola ist wieder ein Baustein mehr, dass man eine Möglichkeit hat, schnell zu reagieren. Was sind also die häufigsten Auslöser für die Gewalt in der Familie? Bei Gewalt geht es auf jeden Fall um Macht und um Ohnmacht. Ich denke, das ist ein großes Thema. Kommen dann noch Substanzen dazu, wie Alkohol und Drogen oder andere anderweitige Substanzen, dann das befeuert das Ganze sicher noch. Aber ich denke, das ist sehr vielschichtig und schwer zu beantworten. Was ganz klar für mich ist, dass unsere gesellschaftliche Struktur, also diese patriarchale Machtstruktur, verbunden mit finanzieller Abhängigkeit auf jeden Fall Machtverhältnisse in einer Beziehung begünstigt und somit auch Gewalt begünstigt. Also finanzielle Abhängigkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Und eben Macht und Ohnmacht, denke ich. Für mich noch ein Punkt, der mich interessiert. Herr Witting, vielleicht können Sie mir das beantworten. Gibt es also Gewalt in verschiedenen Schichten oder ist die Gewalt überall zu Hause? Gibt es eine besondere Bevölkerungsgruppe, die da sehr anfällig ist? Also aus unserer Wahrnehmung in der Männerberatung überhaupt nicht. Es geht quer durch alle Schichten und Ebenen. Kann man überhaupt keinen Unterschied machen und sagen, sondern also wirklich quer durch, ist nirgends festmachbar. Gewalt gibt's ist in allen Haushalten möglich, in allen Gesellschaftsschichten. Ja, kann man nicht unterscheiden aus meiner Sicht. Frau Platter, vielleicht können Sie mir die nächste Frage beantworten. Inwieweit spielt die derzeitig viel diskutierte Psychohygiene bei den Kindern eine große Rolle? Die Psychohygiene bei den Kindern spielt immer eine sehr große Rolle. Bei uns sind 50% der Bewohnerinnen und Bewohner in einem Frauenhaus sind Kinder und Jugendliche. Das heißt, Kinder und Jugendliche sind zu einem sehr großen Prozentsatz von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen. Es gibt einen total engen Zusammenhang zwischen Frauenmisshandlung und Kindesmisshandlung. Das heißt, wenn die Frau innerhalb der Beziehung
Paarbeziehung Gewalt erlebt, ist das Risiko relativ groß, dass auch die Kinder und Jugendlichen Gewalt erleben. Entweder direkt, das heißt also in den Frauenhäusern ist da die Zahl relativ hoch, also bis zu 60-70% der Kinder im Haus haben direkt körperlich-psychische oder sexualisierte Gewalt erlebt. Das ist ein recht hoher Prozentsatz. Ansonsten sind die Kinder alle zu 100% zu Zeuginnen oder Zeugen der Gewalt in ganz unterschiedlicher Weise geworden. Sie haben entweder die Gewalt beobachtet, gehört, gesehen, die Gewalt an der Mutter in dem Fall beobachtet. Das heißt, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist durch das Gewalterleben natürlich stark beeinträchtigt. Das geht hin bis zu schweren Traumatisierungen. Auch die beobachtete Gewalt, weiß man, führt zu schweren Traumatisierungen bei Kindern und Jugendlichen. Umso mehr muss man bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen, also schauen, dass es ihnen gut geht, ihnen Ressourcen ermöglichen, schauen, dass sie zukünftig in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, dass sie unterstützt werden. Die Frauenhäuser reagieren in dem Fall so, dass also eigenes Fachpersonal die Kinder und Jugendlichen unterstützt. Das ist ganz wichtig, denn die Kinder wollen manchmal ganz was anderes wie die Mama. Und dem gilt es zu entsprechen. Das heißt, die Anwältinnen der Kinder und Jugendlichen sind andere Betreuungspersonen bei uns im Haus wie die Betreuerinnen der Mama. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit Kinder zu ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen auch kommen. Ja, und in der Corona-Zeit haben wir natürlich auch gemerkt, dass Kinder und Jugendliche zusätzlich noch sehr schwer betroffen sind von Isolation, Vereinsamung, Schwierigkeiten beim Homeschooling und so weiter und so fort. Also es sind große Herausforderungen auf die Kinder und Jugendlichen zugekommen. Umso wichtiger ist es, gemeinsam zu überlegen, wie man da Ressourcen wieder stärken kann und sie motivieren und unterstützen kann. Vielleicht darf ich da noch ergänzend was dazu sagen. Wir machen auch die Erfahrung, dass also in der Männerberatung geht es ja nicht immer um Gewalt. Wir beraten ja in vielen Bereichen. Aber wenn es um Gewalt geht, wenn Männer zu uns kommen, weil sie gewalttätig geworden sind, dann stellen wir in ganz, ganz vielen Fällen fest, dass sie selber Gewalt erlebt haben als Kind, als Jugendlicher. Also auch da ist es total wichtig, Kinder und Jugendliche, wenn sie Gewalterfahrungen haben, gut zu begleiten, gut abzuholen, weil sie das einfach ihr Leben lang mitnehmen und es gerade bei den Burschen, wenn sie dann nur Männer sind, Auswirkungen hat auf ihre Bewältigungsstrategie von Problemen und auch dazu führen kann, dass es dann als Lösungsmöglichkeit für sie Gewalt sich anbietet. Und dem muss man so früh wie möglich entgegentreten. Frau Magers, die nächste Frage passt für mich da perfekt dazu. Das Schema der Gewalt, kann man sowas ableiten? Jetzt haben wir gerade gehört, wenn ich als Jugendlicher was erfahre, dass ich dann später das auch. Gibt es da so wiederkehrende Muster? Ich denke ja. Das ist bei Frauen sehr häufig der Fall, dass sie Konfliktlösungsstrategien von zu Hause nehmen wir alle mit, also alle Menschen. Und wenn zu Hause, wenn auch Frauen damit aufgewachsen sind, dass die Mutter Gewalt ausgesetzt war oder unterworfen wurde, dann lernen auch die Mädchen und orientieren sich daran, ihren Platz in diesem Muster einzunehmen. Und das setzt sich dann auch weiter fort bei ihrer Partnerwahl. Also ich finde es ganz wichtig, nur neben dieser individuellen Sichtweise auch auf die Gesellschaft zu schauen, weil die Gesellschaft ist sozusagen voller Muster, die Gewalt befördern. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich das herzuholen, weil wenn wir Gewalt abbauen wollen, dann müssen wir ganz dringend in Geschlechtergerechtigkeit und in Gleichberechtigung investieren. Und wir müssen ganz, ganz dringend investieren
reagieren auch darauf, dass es eben einen gleichberechtigten Umgang gibt. Und man weiß einfach, das sind Familien, wo es ein sehr patriarchales Rollenverständnis gibt, das Risiko viel, viel höher ist, dass es in diesen Familien Gewalt gibt, wie in Familien, die sozusagen auf Augenhöhe oder auf Gleichberechtigung achten. Und deswegen müssen wir alle gemeinsam ganz viele Muster in der Gesellschaft abschaffen, die gewaltbefördernd sind. Das kann man eben nicht, das kann nicht nur die einzelne Frau und der einzelne Mann machen, sondern die gesellschaftliche Struktur müssen wir dringend in Richtung mehr Geschlechtergerechtigkeit verändern. Ein großes Thema, das fängt schon bei den Löhnen an und. Also das ist eine, wie sagt man so schön, eine never-ending story zurzeit.